Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem letzten Video von unserem Adventskalender. Wir haben dann noch die 23 und die 24. Das hier ist der 23. Dezember und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe eine Vermutung, das werden wir aber gleich am Tisch sehen und springen rüber, gucken uns an und ja. Nicht wundern, ich habe gerade gesehen, ich habe hier noch so ein Becherchen stehen von Ikea. Das sind solche Übertöpfe oder wie auch immer. Ja, da habe ich meistens so meine Stifte und alles so werkzeugmäßig drin. Da kleben auch immer ganz viele Coppermine mit dabei. Und damit geht es jetzt rüber zu unserer gewohnten Position. Die Nummer 23. Meine Vermutung ist, dass wir einen Stift drin haben. Dann machen wir da vorsichtig auf. Das vorletzte Tütchen. Und ich bin natürlich auch schon gespannt auf die 24. Das ist ja wieder so ein riesiger, so eine riesige Tüte, wie vom 6. Dezember, wo wir diesen schönen Baum drin hatten. Ja. Den Baum habe ich übrigens leider nicht geschafft, zeitnah zu kleben, aber ist nicht weiter schlimm. Und oh ja, es ist ein Stift. Oh, sehr schön. Und ich kann euch schon mal sagen, diesen Stift habe ich so noch nicht. Ich habe ja schon viele von den Stiften, wo halt auch ein bisschen schon was eingegossen ist. Wir holen mal alles raus. Da kommen wieder viele Aufsätze mit. Ich selber nutze diese breiten Aufsätze hier nicht. Diese gebogene Spitze ist auch nichts für mich. Wenn, dann finde ich diese Schieber ganz gut. Auf den Stift selber haben wir dann noch einen 9er-Setzer. Ne? Das ist ein 9er-Setzer. Das ist der 3er. Das ist der 6er-Setzer. Und natürlich haben wir auch eine Seite mit unserem Einzelbohrer, wie wir ihn kennen. Und das ist in unserem Stift. Schöne rote Blüten mit ein bisschen Grün. Finde ich sehr schön. Die Blüten kommen auch schön raus. Wie gesagt, ich stehe ja auf so Stifte. Finde ich richtig, richtig toll. Schöne Sache. Und wie gesagt, ich mag gerade die Breiten. Die sind für meine Hände ideal. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit den Händen. Und wenn ich lange painte, sind die Breiten für mich sehr, sehr gut. Mit welchen ich natürlich auch sehr gerne painte, sind diese hier. Die wiegen auch ein bisschen was. Das ist zum Beispiel auch einer von Diamond Painting Deutschland, den gibt es leider nicht mehr. Das ist dieser schöne weiße Perlmuttfarben. Ne? Ja, also ich finde die richtig, richtig gut. Ja, und der ist natürlich auch sehr, sehr schön. Das sehen wir nochmal. Ich finde auch die Farben sehr schön. Ich denke mal, das ist so ein Stift, mit dem ich sehr gerne dann im Frühjahr painten werde. Hier die untere Blüte. In der Mitte haben wir auch noch mal eine kleine. Wirklich schön gemacht. Also mich freut das sehr, auch wenn ich schon eine gewisse Stiftsammlung habe. Ihr habt ja vorhin gerade auch schon meinen einen Stiftebecher gesehen. Aber ja, muss ich sagen, ich bin nach Stiften genauso verrückt wie nach Bildern und nach Aufbewahrungssystemen. Ja, das hat es mich irgendwie, da hat es mich voll erwischt. Da bin ich wirklich ein kleines Sammelopfer geworden. Und über den freue ich mich jetzt sehr. Aber nichtsdestotrotz räumen wir den jetzt mal zur Seite und wir springen mal zu Türchen Nummer 24. Heiligabend. Mal schauen, was uns da erwartet. Heiligabend. Ich mache mein Türchen schon ein bisschen eher auf, weil es nicht anders geht. Und da haben wir nochmal den Stiftebecher. Und ihr seht, ich habe unseren Stift von gestern,
da schon reingetan. Wirklich ein sehr, sehr schönes Exemplar und ja, ich freue mich. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt sehr neugierig drauf, was wir hier haben. Auch das fühlt sich wieder an wie so ein Pappkarton, in dem irgendwas Schönes zum Painten drin ist. Auch wieder 30x30 von der Größe. Deswegen springen wir rüber an den Tisch und schauen rein. Die Nummer 24 ist so riesig, dass man schon gar nicht so viel davon sehen. Gut, er hängt aber auch gerade aktuell ziemlich niedrig. Wir machen ganz schnell mal unseren Aufkleber ab. Denn ich bin neugierig. Ich muss jetzt da reingucken. Es ist wieder so ein Karton wie zum Nikolaus. Und auf der Rückseite sehen wir, dass wir schon wieder was Schönes zum Painten haben. Ist dieselbe Anleitung zum Nikolaus und wir haben... Wow, okay, das ist sehr, sehr schön. Das ist auch wieder so ein Ständer. Und zwar ist das ein Mond mit einer Sonne drin. Da würde ich sagen, gucken wir mal direkt rein. Finde ich gut, weil das ist dann auch ein Motiv, was nicht so absolut komplett weihnachtlich ist, sondern was man halt auch so mal stehen lassen kann. Und trotzdem passt es aber auch gut zur Weihnachtszeit. Wow, und der ist wirklich riesig. Wir haben auch wieder viele schöne Steinchen, vor allen Dingen in Strass und in Sondersteinchen und. Wir haben auch wieder ein Toolkit mit einem rosanen Stift, einem kleinen Wachsblättchen, mehrere Zipptütchen, unser grünes Schiffchen, was vorne zu ist. Und das ist unser Mond. Da haben wir hier zwei Aufhängerle, wo man dann die Sonne dranhängen kann. Und der Mond sieht wirklich sehr gut aus. Auch der Druck, zeig's euch mal, ist wunderbar. So, jetzt spinnt mein Autofokus heute ein bisschen. Boah, doch, da freue ich mich auch drauf, das zu painten. Und das Schöne ist, das ist eine Sache, die können wir wirklich ganz locker dann mal im Frühjahr oder auch im Sommer obala painten, je nachdem. Jetzt bin ich mit dem Mond an die Kamera gekommen und deswegen wackelt es. Sorry schon mal dafür. Wir haben hier auch wieder schöne Sondersteinchen drin, wie zum Beispiel die 15, die 13, die 12 oder die 11, die 14, die 10. Na, also es sind wirklich mehrere Sondersteinchen dabei. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Tütchen, wo ein bisschen was drin ist. Auch da guck mal rein. Und da haben wir drei so goldene Ketten dabei zum Aufhängen von unserer Sonne an den Mond dran. Ich glaube, wir brauchen eigentlich nur zwei. Aber das ist nicht schlecht, da haben wir eine in Reserve, soweit ich das sehe. Wir haben auch wieder zwei Platten. Diesmal ist die Platte auch richtig bedruckt. Das war ein bisschen bei dem Bäumchen irreführend. Da war der eine Ständer von vorne und von hinten bedruckt. Man bindet natürlich nur eine Seite und damit das alles ein bisschen stabiler steht, tut man diese beiden Platten hier noch aufeinander kleben. Na, dann ist es einfach ein bisschen fester, dass es dann nicht so wackelt und kippelt beim Aufstellen. Ne? Weil nur eine Platte, klar, würde wahrscheinlich auch ausreichen. Aber wenn wir zwei Platten haben, steht es einfach noch ein bisschen stabiler. Man kann dann bei der zweiten Platte immer noch, eine Seite abziehen und sich dann den Mond zum Beispiel aufs Fensterbrett kleben. Kann man machen, allerdings klebt es dann fest, ne? Das muss einem dann bewusst sein. Ich selber werde es nicht machen. Ich werde hier die Platten einfach so aufeinander kleben. Dann hier
aber lasst, damit wir unseren Mund gepaintet haben, den dann hier so reinstecken und dann passt das. Gucken wir mal. Das dürfte auch recht schwer gehen, gerade jetzt noch, wo hier die Folien drauf sind. Da muss man ein bisschen friemeln, aber das wird klappen. Auf jeden Fall, das ist unser Mond. Hier ist unsere Sonne, die zeige ich euch auch nochmal. Sieht auch sehr schön aus. Auch hier haben wir ganz viele Sondersteinchen mit dabei. Und die wird dann hier noch mit so reingehangen. Zeigt es euch mal. Na, hier haben wir die Aufhängerle von der Sonne und da vom Mond. Und dann nimmt man einfach so eine Kette, tut die da mit verbinden und schon hängt es. Wenn ich das mal machen werde, werden wir das auf jeden Fall in einem Video machen. Wann wir das machen werden, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich habe wirklich Lust, das mal zu machen und ich hebe mir das mal für einen schönen Moment auf und dann gucken wir uns das genauer an und painten das auch. Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, okay, je nachdem, was es ist, werden wir eine kleine Runde painten. Tun wir jetzt nicht. Aber ich wollte es euch unbedingt gezeigt haben. Das heißt, jetzt haben wir heute mal ein Video, wo wir einfach mal nichts painten. Ich meine, gut, ich könnte jetzt ein bisschen anfangen, aber ich denke mir, ich werde das einfach mal aufheben. Dann für die Zeit, wenn wir das machen. Und es ist wirklich so hübsch, dass ich es painten möchte. Weil ich glaube, das passt auch recht gut zu meiner Lampe im Schlafzimmer. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht ins Schlafzimmer stelle. Würde ja wirklich gut passen, ne? Mond zum Schlafen und die Sonne als Zeichen vom Morgen zum Aufstehen. Das ist ein schönes Motiv zum Beispiel für ein Schlafzimmer. Ja, das ist übrigens hier nochmal der Druck von der Grundplatte. Auch hier sieht es alles sehr, sehr gut aus. Nochmal kurz ein bisschen näher. Ne? Und in dem Fall hier auch einfach unsere Schutzfolie abziehen, anfangen zu painten und was ich bei sowas immer raten würde, versiegelt ist. Was wir jetzt aber noch haben zum Anschauen, sind natürlich unsere Steinchen und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und zwar haben wir hier ein ganzes Pack, da sind ganz schön viele Steinchen drin. Wir haben keine DMC-Nummern, aber das finde ich, wie gesagt, gar nicht tragisch. Und wir fangen mal an mit der 1. Die 1 sind wie... Na, mein Fokus spinnt halt wieder. Die 1 sind wieder diese wunderschönen blauen Halbperlen. Ohne Schliff, aber dafür mit AB-Überzug. Die liebe ich ja total. Die sind einfach so schön. Und das freut mich. Es freut mich wirklich immer, wenn die irgendwo mit dabei sind. Gucken wir mal von hinten, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das sind wirklich richtig, richtig schöne Steinchen. Dann haben wir hier zweimal die 2. Das sind so gelb-goldene Steinchen. Ganz normale Strasssteinchen. Richtig schön. Und alles, was da übrig bleibt, wandert natürlich auch wieder in mein Strassgläschen. Von der 3 haben wir ein Tütchen, aber das ist schön prall gefüllt. Das ist so ein schönes, helles Aquamarinblau, finde ich, in Strass. Glitzert und glänzt auch sehr toll. Dann haben wir hier ein zartes Lila, fast schon ein bisschen rosamäßig. Ich würde sagen, es ist mehr Lila. Die 5 haben wir auch einmal. Das ist ein Blau. Ein bisschen tieferes Blau, aber trotzdem noch hell, also nicht so ganz dunkel. Dann haben wir hier die 5, nee, die 6, ein wunderschönes Azurblau. Dann haben wir hier ein Orangerot. Die Nummer 7. Die Nummer 8, da ist nicht so viel drin, ist ein zartes Rosa als Strasssteinchen. Ein etwas dunkleres Rosa ist die Nummer 9. Die Nummer 10 sind dann unsere Sondersteinchen oder die ersten Sondersteinchen. Das sind wieder diese spitz zu laufenden Ovale. Und die haben einen Schliff,
sind silbern und haben aber einen wunderschönen AB-Überzug, weshalb sie in allen vielen verschiedenen Farben funkeln. Richtig, richtig schön. Dann nochmal dieselbe Form in einem zarten Gelbgold. Auch mit Schlüpf, aber diesmal ohne AB-Überzug. Trotzdem auch sehr, sehr schön. Die Nummer 12 ist so eine Tropfenform in Strass, rot und mit AB-Überzug. Drehen wir mal um. Das sieht demnach so aus. Auch eine richtig schöne Farbe. Durch den AB-Überzug kommt es auch richtig schön raus. Na, und auch schön mit Schliff. Die Nummer 13 sind so rote Halbperlen in Strass, ohne Schliff und ohne AB-Überzug, kommen aber trotzdem sehr schön rüber. Ein richtiges, schönes, festliches Rot. Die Nummer 14 sind auch runde Halbperlen, aber in einem ganz normalen Gelb, dafür mit AB-Überzug. Und zwar sehen die so aus. Auch sehr, sehr schön. Und die 15, unsere letzten Steinchen oder unsere letzte Steinchenform, das sind wieder Tropfen in Silber. Strass mit AB-Überzug. Und auch die funkeln herrlich in allen Farben. Teilweise ein bisschen rosa, teilweise ein bisschen blau, ein bisschen grün, lila Einstich, alles mit dabei. Richtig, richtig top. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit unserer Ausbeute hier aus dem Adventskalender. Wir packen jetzt alles mal wieder ein und knistern eine Runde. So, ihr könnt mir ja auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr den Adventskalender von Diamond Painting Deutschland. Ich finde ihn richtig gut. Für mich hat es sich gelohnt, auch vom Geld her. Es waren schöne Sachen dabei, viel zu painten. Und ja, zum Beispiel die Kühlschrankmagneten. Das waren halt nicht bloß ein oder zwei. Nee, das war wirklich, ich glaube, eine ganze Handvoll. Ich glaube, 10 oder 12 Stück sind es. Die Karten. Da war nicht bloß eine Karte. Nein, das waren auch ganze 4. Wir haben ein paar richtig tolle Pinzetten dabei gehabt, die wirklich hochwertig sind. Einen schönen Stift, Covermeinde von Schiffchen bis hin zu vielen Sachen zum Painten. Schöne Anhänge, teilweise weihnachtlich, allerdings auch nicht alles weihnachtlich, sondern auch Sachen halt, die jetzt nicht so pur in die Weihnachtszeit ziehen, sondern halt, die man dann vielleicht auch ein bisschen so übers Jahr über machen kann. Was mich sehr freut. Ich finde, das ist ein schöner, bunter Mix gewesen. Mir hat es sehr gefallen und mein Fazit zu dem Kalender ist wirklich einfach top. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein Video machen, ein bisschen später, wenn ich dann mal das ein oder andere gepaintet habe, um euch dann mal so ein bisschen was zu zeigen, was ich vielleicht gemacht habe, ja, um einfach noch mal einen Überblick zu geben, was alles denn drin war. Wenn ich dann noch alles finde, vielleicht fehlt dann das ein oder andere Türchen. Ich kann es jetzt nicht ganz so versprechen. Ja, auf jeden Fall finde ich es richtig, richtig schön. Ich hatte jetzt wirklich noch überlegt, ob wir nicht doch anfangen, hier ein bisschen zu painten. Vielleicht mindestens so ein bisschen an der Grundplatte. Aber wie gesagt, ich lasse das. Wir machen mal da ein komplettes, separates Paint with Me. Ich denke, das wird auch eine ganz tolle Sache werden dann. Ich packe jetzt hier alles schön zurück. Tue auch den Mond und die Sonne direkt in den Karton zurück, dass es einfach ordentlich aufgeräumt ist. Und auch alles da ordentlich einsortieren, dass uns nichts irgendwie abhanden kommt. Ganz wichtig auch unsere kleinen Päckchen hier. Das Einzige, was ich rauslasse, ist unser Toolkit, weil das brauche ich einfach nicht. Wenn ich painten werde, werde ich da einfach meine eigenen Sachen nehmen, wie ich das so immer mache. Ja, und
Ich kann nur sagen, gefällt mir richtig gut. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Das werde ich nochmal kurz machen. Da steht Diamond Painting drauf. Man hat hinten nochmal eine Anleitung, wie Diamond Painting geht und wie es ungefähr dann aussieht. Und vorne auf dem Karton ist nochmal ein Sticker drauf, was sich hier drin befindet. So, Timmy hat seine Baldrian-Eule gefunden und spielt jetzt fleißig. Ich werde auch weiter fleißig sein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest, wunderschöne Feiertage. Und ich hoffe, dass ihr mit euren Kalender, egal ob das jetzt der Kalender von Diamond Painting Deutschland Blümex war oder von einem anderen Diamond Painting Anbieter, dass ihr damit sehr zufrieden wart. Und ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euren Kalender gefunden habt. Ihr könnt auch sehr gerne die Anbieter mit nennen. Wie gesagt, bei mir darf jeder Anbieter in den Kommentaren erwähnt werden. Ich versuche ja auch immer ein bisschen flexibel zu sein, wobei ich auch mittlerweile einfach meine Anbieter habe, mit denen ich wirklich schon sehr zufrieden bin und bei denen ich wiederholt kaufe. Versuche ich trotzdem immer mal wieder auch ein bisschen was anderes zu zeigen, mal den einen oder anderen neuen Shop auszuprobieren. Ich versuche da immer so ein bisschen Abwechslung zu haben zwischen selbstgekauften, wo ich sehe, hey, das will ich mal ausprobieren, und halt auch Kooperation, ne? Halt teure Sachen, dann eher was für die kleinere Geldbörse. Ja, dass wir einfach da einen guten Mix haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich den denn mache. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr den Kalender, wie findet ihr andere Kalender, die ihr hattet, wie wart ihr zufrieden, auch wenn es ein komplett anderer Kalender war. Ne? Ich habe zum Beispiel so einen Makramee-Kalender gesehen bei uns im Hugendubel. Und ja, Hugendubel ist ein Buchladen übrigens bei uns. Dann schreibt mir doch gerne, was hattet ihr für einen Kalender? Wie wart ihr damit zufrieden? Und. Ich finde sowas immer sehr interessant. welchen Kalender wir nächstes Jahr uns holen, bin ich mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich wieder den von Diamond Painting Deutschland nehme. Aber vielleicht auch noch einen anderen. Pichu hat angekündigt, eventuell auch wieder einen Kalender zu machen. Und. Ich lasse mich mal überraschen. Kommt dann auch immer drauf an, wie ich halt da gerade finanziell aufgestellt bin. Manchmal geht das ganz gut. Bin ich eher am Sparen und ein bisschen aufs Geld achten. Deswegen kaufe ich aktuell nicht ganz so viel. Das ist ja immer unterschiedlich. Wir warten mal, was dann das nächste Jahr bringt. Und ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein paar wunderschöne Weihnachtsfeiertage und schöne Geschenke, das, was ihr euch freut, aber vor allen Dingen auch einfach bloß eine schöne, ruhige Zeit mit euren Lieben, mit eurer Familie oder vielleicht Freunden. Einfach mal ein paar schöne arbeitsfreie Tage, hoffentlich ohne Stress und dass ihr auch gesund bleibt. Ja, und wenn das Video euch gefallen hat, dann könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dürft ihr den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr Neues hier auf Hoa Feas Welt. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao und frohe Weihnachten. Bis bald.